Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das 41. Video und es geht um das Prinzip von Cavalieri und den Satz von Fubini. Ja, zunächst einmal eine Definition, und zwar die Definition des C-Schnitts einer Menge Omega, und Omega ist hier eine Teilmenge des Rn. Ich will das erst an dem Bild erklären. Wir haben also eine Teilmenge des Rn. Hier in dem Bild ist das Ganze so visualisiert, dass diese horizontale Achse für die n-1 ersten Komponenten steht, die ich mit x' abgekürzt habe. Also dieses x' sind also die Komponenten x1 bis xn-1, und die vertikale Achse steht für die nte Komponente. Und wenn wir jetzt uns eine reelle Zahl c festlegen und wir diese Zahl als ein Niveau für die nte Komponente verstehen, dann können wir uns alle Punkte ansehen, die auf dieser Hyperebene mit Höhe c liegen. Und das liefert uns dann diesen Schnitt, diese rote Menge hier. Und das ist eine Teilmenge im Rn-1, und das ist gerade der Schnitt von Omega mit der Hyperebene, welche gegeben ist durch die Bedingung xn ist gleich c. Okay, und dieser Schnitt, den nennt man dann den C-Schnitt von Omega und ist mit Omega-Index c hier abgekürzt. Also formal ist es folgendermaßen definiert. Omega c sind alle Punkte x1 bis xn-1 mit der Eigenschaft, dass wenn wir die letzte Komponente c setzen und damit einen Vektor bekommen rn, dann soll dieser Vektor in Omega drin liegen. Und genauer gesagt ist diese Menge dann der c-Schnitt von Omega nach der nten Koordinate, und wir könnten hier die nte Koordinate durch eine beliebige andere Koordinate ersetzen und genauso verfahren und dann eben den C-Schnitt von Omega nach der ersten oder zweiten oder dritten Koordinate definieren. Ein kleines Beispiel. Angenommen, Omega wäre dieser Quader hier im R3. Der ist hier mal visualisiert, das ist dieser blaue Quader. Und wenn wir dann ein C festlegen, das halt zwischen minus 1 und 2 liegt, dann ist der C-Schnitt gerade diese rot schraffierte Menge. Das heißt, es ist dann halt ein Rechteck im R2 von dieser Form. Und wenn C außerhalb dieses Intervalls liegt, dann ist die Menge Omega C gerade die leere Menge. Das heißt, das ist dann die leere Menge. Der C-Schnitt ist dann die leere Menge. Und wir machen jetzt eine Beobachtung, dass die Mengen, die hier rauskommen können, sind alle Jordan messbar. Und weiter haben wir, wenn wir das Volumen von dieser Menge uns ansehen, dann ist das Produkt der Kantenlängen, also 1 mal 2 mal 3. Das heißt, das Volumen ist eben gerade 6. Und man stellt fest, dass man dieses Volumen auch erhält, indem man das Volumen von diesem Rechteck ausrechnet. Das ist nämlich 2. Das zweidimensionale Volumen, also die Fläche des Rechtecks, nimmt und mit dem eindimensionalen Volumen, also der Länge des Intervalls minus 1, 2, multipliziert. Und da steht dann wieder 2 mal 3, und das ist eben dann auch 6. Und das kann man auch anders aufschreiben. Man kann sich dieses Produkt auch so aufschreiben, dass man über alle c integriert, und die Funktion, die man integriert, ist die Abbildung, die C auf das Volumen des C-Schnitts abbildet, und zwar auf das zweidimensionale Volumen des C-Schnitts. Und denn das ist gerade eine Funktion, die 0 ist außerhalb von dem Intervall minus 1, 2. Das heißt, hier integriert man dann effektiv nur über von minus 1 nach 2, und das Volumen ist dann eben zweidimensionale Volumen ist eben da immer 2, das heißt, wir bekommen hier dieses Integral, und das ist eben dann 2 mal 3, und dann dasselbe wie die linke Seite hier. Ja, noch ein zweites Beispiel. Hier haben wir eine Menge Omega, die die Vereinigung ist von diesen zwei
Quader, nehmen wir R3. Der rote Quader von der ist ein Einheitsquader, der hier von der Seitenansicht so dargestellt ist. Und der obere Quader ist ein Quader mit Kantenlänge 2, 2, 1 und der sieht von der Seite eben so aus. Und hier kann man sich auch den C-Schnitt ansehen. Und mal hier die x3-Achse hin, also den C-Schnitt von Omega bezüglich der dritten Koordinate. Und dann stellt man fest, dass wenn C zwischen minus 1 und 0 liegt, dann ist der C-Schnitt gerade dieser Einheitswürfel im R2. Und wenn C hier oben liegt, dann ist es eben dieser 2-Kreuz-2-Würfel. Und außerhalb ist Omega C gerade wieder die leere Menge. Und auch hier stellt man fest, dass Omega C, der C-Schnitt für alle C Jordan messbar ist. Und man kann sich wieder klar machen, dass man das Volumen von Omega schreiben kann als ein Integral über den C-Schnitt, also ein Integral in C. Und man integriert das zweidimensionale Volumen, also die Fläche der C-Schnitte. Ja, eine weitere Beobachtung ist folgende. Wenn wir uns diese Menge mal ansehen, das ist also das kartesische Produkt dieser einpunktigen Menge 1 und dieses Schnitts der rationalen Zahl mit dem abgeschlossenen Einheitsintervall, dann ist das eine Jordan-messbare Menge. Das kann man sich leicht klar machen, denn es ist sogar eine Jordan-Nullmenge. Aber wenn wir uns den C-Schnitt ansehen für C gleich 1, also Omega 1, dann ist es gerade diese Menge, die man hier sieht. Und das ist jetzt eine Menge, die nicht Jordan messbar ist. Und dieses Beispiel zeigt, dass C-Schnitte von Jordan messbaren Mengen nicht unbedingt Jordan messbar sein müssen. Und Sie werden jetzt in den nachfolgenden Sätzen sehen, dass man immer zusätzlich annehmen muss, dass alle C-Schnitte Jordan messbar sind. Und das liegt eben daran, dass man das a priori nicht gewährleisten kann. Da wird dann später, kann man dann, wenn man ein bisschen mehr arbeitet, zeigen, dass für Jordan messbare Mengen die C-Schnitte, für die Werte C, für die der C-Schnitt nicht Jordan messbar ist, eine Jordan-Nullmenge ergeben und kann dann die nachfolgenden Sätze auch verallgemeinern, aber das werden wir hier nicht tun. Ja, wir kommen jetzt zum Satz von Fubini, ein ganz wichtiger Satz, um Integrale zu berechnen. Wir hatten schon die Fubini-Identität kennengelernt und jetzt ist es der Satz für Fubini für Funktionen auf Jordan-messbaren Mengen. Also Omega sei Jordan-messbar, f eine Riemann-integrierbare Funktion und zwar auf Omega. Und wir bezeichnen mit Omega C den C-Schnitt von Omega nach der n-ten Koordinate, so wie bisher. Und wir nehmen jetzt an, dass für jedes C der C-Schnitt Jordan messbar ist und auch die Funktion, die wir erhalten, wenn wir das C festhalten und dann nur f als eine Funktion der ersten n-1 Komponenten betrachten, diese Funktion soll auch Riemann integrierbar sein auf der Jordan messbaren Menge Omega C. Und hier haben wir wieder implizit f durch 0 fortgesetzt außerhalb von Omega. Und die Behauptung des Satzes ist dann, dass wir dann das Integral von f über Omega durch ein iteriertes Integral ausrechnen können. Und zwar integrieren wir über R das Integral von f über Omega c. Dann schauen wir uns das innere Integral nochmal an. Hier hat man Integral über den C-Schnitt. Was integriert man? Die Funktion f, wobei man die letzte Komponente festgehalten hat. Dann kriegt man eine n-1-dimensionale Funktion und damit ist es ein n-1-dimensionales Integral. Da ist alles wohl definiert, weil Omega c nach Voraussetzung Jordan messbar ist und diese Funktion, die hier steht, als Funktion von x' ist eben Riemann integrierbar auf Omega c und dann kann man das Integral auswerten und dann das Ergebnis hängt noch von C ab. Und diese Funktion, die da als Funktion von C eben rauskommt, das integrieren wir dann über R. Das ist der Satz von Fubini. Und der Beweis ist einfach. Und zwar können wir da schon die Fubini-Identität, die wir bereits nachgewiesen haben, verwenden.
Und wir fangen hier einfach mal an. Also das Integral von f über Omega ist nach Definition dieses Integral über Rn. Mit Proposition 4,7d können wir dieses Integral aufspalten und erhalten dann ein Integral über R und ein Integral über Rn minus 1. Und das steht hier. Ja, und hier taucht jetzt die Indikatorfunktion von Omega auf, ausgewertet an der Stelle x'c. Und jetzt stellt man fest, dass diese Funktion genau dann 1 ist, wenn diese Indikatorfunktion vom c-Schnitt 1 ist. Das heißt, an dieser Stelle hier können wir diese Identität verwenden. Und das ist hier passiert. Alles abgeschrieben, nur die Indikatorfunktion wurde durch diese ersetzt. Und wenn wir uns das hier jetzt mal angucken, dann steht hier ja nichts anderes als das Integral von f über den c-Schnitt Omega c. Und das dürfen wir eben so hinschreiben, weil wir nach Voraussetzung angenommen haben, dass Omega c eben Riemann integrierbar, an den Jordan messbare Menge ist. Und damit haben wir diesen Satz von Fubini schon bewiesen. Ja, wenn wir in diesem Satz, nochmal zurückgehen, wenn wir in diesem Satz f gleich 1 setzen, dann steht hier auf der linken Seite steht das Volumen von Omega und bei diesem Integral sehen wir dann das n-1 dimensionale Volumen von Omega c. Und was man dann erhält, ist einfach das Prinzip von Cavalieri und das ist einfach ein Korollar. Das heißt, wir schauen uns die Situation von dem Satz von Fubini an. Wir wählen uns jetzt noch zwei Zahlen C- und C+, sodass Omega in diesem kartesischen Produkt enthalten ist. Solche Zahlen können wir immer finden, denn da Omega ja Jordan messbar ist, ist Omega eine beschränkte Menge und damit in einer großen Kugel enthalten mit einem Radius und wir können dann immer C- und C+ klein bzw. groß genug wählen, sodass diese Inklusion gültig ist. Und die Behauptung ist dann, ja, das n-dimensionale Volumen von Omega ist dann dieses Integral. Da nehmen wir die n-1-dimensionalen Volumen der c-Schnitte und integrieren die von c- nach c+. Ja, wir wollen uns ein kleines Beispiel ansehen, um das Prinzip von Cavalieri zu illustrieren. Und dazu schauen wir uns die Einheitskugel an im R2. Das sind also alle Punkte, Vektoren xy, die diese Abschätzung erfüllen. Hier ist ein Bild gemalt, die Einheitskugel ist also diese Kreisscheibe, deren Rand hier blau eingezeichnet ist. Und wenn wir jetzt uns so einen Schnitt, einen C-Schnitt ansehen, zum Beispiel für ein C, das hier liegt, dann ist der C-Schnitt gerade so ein abgeschlossenes Intervall. Und man kann sich leicht klar machen, dass wenn C betragsmäßig kleiner gleich 1 ist, dass dann dieses Intervall diese Gestalt hat und wenn c betragsmäßig größer als 1 ist, also hier oben oder sich unten hier unten befindet, dann ist der c-Schnitt die leere Menge. Und nun beim Prinzip von Cavalieri muss man also auch diese Länge dieser c-Schnitte berechnen und für ein Intervall dieser Form ist es einfach, da kommt dann einfach eben die Differenz der Intervallgrenzen raus und das ist dann 2 mal 1 minus c Quadrat und davon die Wurzel genommen und das ist eben dann das Volumen, das eindimensionale Volumen, also die Länge des Intervalls, das c-Schnitt des kc für c, von c, das betragsmäßig kleiner gleich 1 ist. Und das Prinzip von Cavalieri sagt nun, dass wir eben diese Längen hier aufintegrieren müssen und zwar von minus 1 bis 1. Und das ist hier auch, steht hier auch nochmal da. Und jetzt geht es darum, dieses Integral auszurechnen. Ja, um das Integral auszurechnen, führen wir erst eine Substitution vor. Wir sagen, c ist Sinus t und die Intervallgrenzen ergeben sich dann zu minus pi halbe pi halbe, weil dieses Intervall hier durch den Sinus bijektiv auf minus 1, 1 abgebildet wird. Und hier sehen Sie das Nachdifferenzieren aus der Substitutionsformel. Also Sie kriegen diese Identität hier. Und jetzt kann man verwenden, dass 1 dasselbe ist wie Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat
Und dann bleibt hier an der Stelle Wurzel von Cosinus Quadrat t übrig. Und weil der Cosinus auf dem Integrationsgebiet nicht negativ ist, bleibt einfach Cosinus t übrig. Und den Cosinus schreibt man hier ab. Und dann kriegen wir dieses Integral. Und eines von diesen beiden Integralen schreiben wir nochmal um und schreiben dafür statt einem Cosinus ein Sinus Strich t, die Ableitung von Sinus. Und das hat den Vorteil, dass wir jetzt partiell integrieren können. Dann erhalten wir also die Ableitung vom Cosinus, das ist der Minus Sinus. Wir kriegen noch ein Minuszeichen, das partielle Integrieren und erhalten dann das Integral über Sinus Quadrat. Und wir erhalten Randtermine, die man hier sieht, aber die verschwinden, weil der Cosinus Nullstellen hat an den Stellen, wo man die Funktion auswerten muss. Übrig bleibt also das Integral, das man hier sieht. Und hier ist der Integrand konstant 1. Und dann berechnet sich das Integral zu Pi. Und wir haben gezeigt, die Einheitskugel im R2 hat den Flächeninhalt Pi. Und mit der Beobachtung beenden wir dieses Lernvideo.